Für Dodo, glaube ich, einfach was so Milch angeht, ist das für ihn der Endgegner. Warum hat er sich dann das Video rausgesucht? Geil, Mann! Das ist Schweizer. Timmy! Was war das? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Um Essen dreht sich auch das nächste Video. Wir gehen nämlich rein beim lieben Dodo. Der Bro hat einen Tag wie Sam Salek gegessen. Essen und trainieren wie Sam Salek. Das gleiche Video habe ich auch mal gedreht. Also mit Sam Saleks Massephase, oder denke ich zumindest, dass das gleiche ist. Es war echt ziemlich, ziemlich eklig und echt hart. Also ich habe gehört, dass Dodo an dem Tag, glaube ich, sogar sich übergeben hat oder sowas, als er das Video gedreht hat. Also es wird auf jeden Fall eskalieren. Wo es auch gerade eskaliert, Leute, ist bei MyProtein. Da könnt ihr nämlich mit dem Code Franklin gerade 54% auf Clearway sparen. Auch auf Kreatin und so. Viele Sachen sind reduziert bis zum 19., also bis zum Freitag. Ich denke mal, ihr könnt auch mit dem Code Dodo könnt ihr wahrscheinlich den gleichen Deal bekommen. Also ihr könnt euch entscheiden, Code Dodo oder Code Franklin, und dann dort sparen und dicke Rabatte eincashen. Schaut gerne vorbei, ist wirklich eine der fettesten Aktionen des Jahres. Es ist komplett heftig, dass sie sowas raushauen. Nicht mal die Hälfte für Clearway. Wir gehen rein ins Video. 300 nimmt ein 21-Jähriger. Vermisse das Buttered Popcorn. Ach, das schreibt gerade jemand rein. Ja, da kann ich euch kurz noch was sagen. Das Buttered Popcorn, das gibt es nicht mehr. Das haben die aus dem Sortiment genommen. Es war klar, das habe ich auch immer wieder vorher gesagt, dass man das halt auf Vorrat kaufen muss. Aber ich suche gerade nach Ersatz und ich habe mir es zur Aufgabe gemacht. Ich probiere alle Sorten quasi gerade durch, was geil passt. Und was ich jetzt letztens hatte, war weiße Schokolade. Weiße Schokolade ist auch echt günstig unterwegs. Kriegt ihr auch 54% reduziert. Also sind dann, was weiß ich, irgendwie keine 20 Euro für ein Kilo. Und das schmeckt auch echt einwandfrei im Hamsterbrei. Das war ich weiße Schokolade und sonst noch Cereal Milk. Ist auch sehr nice. Ja, die Fitnessszene komplett auseinander. Die Rede ist von Sam Sulek. Nicht nur, weil er unnormal breit ist, sondern auch, weil seine Ernährung eigentlich absolut nicht diesem Fitness-Lifestyle entspricht. Er isst nämlich nur Junkfood, und in diesem Video werden wir einen Tag lang essen und trainieren wie Sam Sulek und hoffentlich genauso breit werden wie er. So Leute, und bevor es das eigentliche Frühstück gibt, gibt es ein Vorfrühstück. Und zwar habe ich genau dieses Video hier genommen, welches ihr auch in der Videobeschreibung findet. Und dort hat er in dem Laden einfach 1,5 Liter Kakao getrunken. Warum Kakao? Warum trinkt er nicht einen Shake oder so? Aber es gibt bei uns natürlich nicht diese krassen Größen. Und deswegen habe ich hier einfach 3x500 ml Kakao geholt. Und ich habe meine Laktase-Tabletten gerade leider nicht hier. Deswegen wird das heute ein geiler Tag auf dem Klo werden, ey. So, jetzt machen wir hier zack. Nummer 2. Entschuldigt bitte, ich muss während dem Video essen, weil ich keine Zeit habe. Also ich muss jetzt in dem Zeitfenster gerade essen für ein Selbstexperiment, wo ich jetzt gerade streame. Zu essen gibt es hier Brokkoli mit Scampi. Boah. Ein richtig geiles Abendessen auch. Und Süßkartoffeln mit Avocado und Kresse. Und ein bisschen Mozzarella. Wirklich für mich so einfache Sachen. Ich brauche keine Soße, keinen großen Schnickschnack. Ich liebe so Trennessen. Genauso wie The Rock übrigens auch. Also ich habe sehr viel gemeinsam mit The Rock. Einfach so einzelne Lebensmittel und dann vermischt man die im Mund. Das ist einfach schon das Geilste. Aber nicht wundern, ich muss leider jetzt wieder ein Video schauen essen. Nee, passt nicht ganz. Gut, dann nehmen wir uns noch so ein Bierglas. So Leute, ich kann euch schon mal sagen, dieser Tag wird so milchreich. Ich weiß selber persönlich gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viel Milch getrunken habe. Ich glaube, ich trinke locker seit 10 Jahren keine Milch mehr. Hier seht ihr 1,5 Liter Kakao. Geisteskrank. Ich blende euch aber auch die Nährwerte immer hier ein, damit ihr auch immer wisst, wie viel Kalorien und wie viel Eiweiß das Ganze hat. Und das hat er einfach vor dem eigentlichen Frühstück getrunken. Absolut geisteskrank und nochmal so perfekt. Sam ist 1,80 Meter groß und wiegt 111 Kilo. Und zum Vergleich, ich wiege auch aktuell 111 Kilo und versuche ein bisschen mehr in Form zu kommen. Und wenn ihr auch ein bisschen in Form kommen wollt, könnt ihr auch in der Videobeschreibung vorbeischauen. Dort findet ihr den Link zu meinem Coaching. Da können wir gemeinsam in Form kommen. Da kann ich euch natürlich helfen mit meinem Wissen. Und da werdet ihr natürlich auch nicht 1,5 Liter Milch trinken müssen. Also in diesem Sinne würde ich sagen, komm, wir fangen einfach mal von der Mitte zur Titte zum Sack, zack, zack. Fangen an mit dem ersten Krug. Oh, der war noch lecker. Der war noch geil. Boah, ich wusste gar nicht, dass Kakao so lecker ist, Mann. Das ist nicht mehr so geil. Mein Bauch ist so voll schon. Boah, und mir ist instant schon schlecht geworden. Das hier ist ja nochmal 700 Milliliter, ne, ungefähr. Oh, fuck. Wir machen das für die Wissenschaft. Oh, fuck. Boah, fuck. Boah, mir ist schlecht. Bis zum geht nicht mehr. Jetzt schon einfach instant, ne? 300 Milliliter noch, komm. Ich weiß aber nicht, ob Dodo sich da vertan hat. Ich glaube, das waren 2 Liter in der Früh auf Ding. Aber ob es jetzt 1,5 oder 2 sind, also ist oder so einfach. Oder er hat sich versprochen, mega viel Milch, Alter. Und wenn du dann noch mit Laktase so Probleme hast, oder Laktose, dann, ja, dann kickt es ja richtig. Das ist ja ganz mies.
ekelhaft. Richtig ekelhaft. Ich hab richtig Angst, dass ich das gerade wieder auskotzen muss. Fuck, Mann. Und gleich kommt noch das Frühstück, ne? Kakao, Frühstück und dann Training. Ich weiß auch nicht, wie ich das alles schaffen soll, ohne zu sterben. Wir machen weiter mit dem Frühstück, Freunde. Ja, oder mit dem zweiten Frühstück, besser gesagt. Und zwar gibt es Cineminis. Darauf freue ich mich sogar, ehrlich gesagt. Aber Sam ist ja keine menschliche Portion, sondern er isst einfach 160 Gramm. Also das sind ungefähr 5 Servierportionen. 5 Portionen. Und jetzt kommt es, haltet euch fest, mit 960 Milliliter Milch. Digga, 1 Liter Milch macht der da rein auf das bisschen Komplex. Das Verhältnis stimmt halt einfach so gefühlt gar nicht, ne? Ich frage mich auch, also ich glaube, dass halt Sam Sulek heißt, ich hatte gesagt immer Sulek, Sam Sulek, dass er das mit Absicht gemacht hat, das Video, weil er weiß, dass es halt hardcore so polarisieren wird und Reichweite generiert. Weil, also, der ist ja wohl hoffentlich nicht wirklich so, also, vielleicht schon, aber das wäre schon echt mies. Jetzt hätten wir nicht schon genug Milch getrunken. Das wäre so eine Portion, die ich jetzt gegessen hätte, so, ne? Jetzt einfach nochmal 60 Gramm mehr. Ja, wir wollen ja auch so breit werden wie Sam, ne? Aber nicht so dick, das ist das Problem. Ich sag euch, macht dieser Ernährung nicht nach. Ich weiß nicht, was der sonst für Pläne fährt, die nicht legal sind. Aber das ist schon, wenn man das weiter so isst, dann würde ich sagen, man stirbt so in 4 Jahren ungefähr. So, und jetzt 960 Gramm quasi, weil 1 Gramm ist fast äquivalent zu 1 Milliliter Milch. Da aber auch, Brudi, also ich weiß nicht, ob er da auch, er nimmt Vollfettmilch, das weiß ich noch ganz genau. Keine fettarme Milch, sondern er sagt extra Vollmilch, damit man auf die Kalorien kommt. Also extra Vollmilch für extra viel Fette. Ich habe einfach jetzt 400. Das ist einfach fast eine ganze Packung Milch, Junge. Na gut, und das werden wir jetzt fetzen und dann geht's ins Training. Leute, so viel so früh zu essen, ist eine absolute Tortur für mich. Also ich habe jetzt hier die Cornflakes gegessen. Hier ist jetzt nur noch ein bisschen Cinemini-Milch drin, aber glaubt es mir, ich habe keinen Bock auf diese Milch, ey, aber das ist ja nur ein Pre-Workout, ne? 2 Liter Milch, ich bin ganz kurz vorm Kotzen. Ich sage euch, was ist. Oh, bleib drin. Ich glaube, es bleibt nicht drin, Digga. Ich glaube, es bleibt nicht drin. Mir fehlen die Worte. Also, wie kann man. Und der Typ ist auch noch 1,80 Meter groß und 111 Kilo schwer. Ich glaube, es ist auch nicht drin. Digga, da war Druck auf dem Kessel. Bleibt nicht drin. Das ist für mich als Freund von Dodo einfach Schadenfreude, sowas zu sehen. Das ist so ekelhaft. Ich find's lustig. Mich freut das zu sehen bei Dodo. Ich glaube, es bleibt nicht drin. Mir fehlen die Worte. Also wie kann man, und der Typ ist auch noch 1,80 Meter groß und 111 Kilo schwer. Also es ist geil, mein Bauch, ne? Aber naja, gut, wir packen jetzt unsere Tasche und dann gehen wir auf jeden Fall ins Training. Leider nimmt er kein Pre-Workout, wobei ich bin eigentlich ganz froh. Ich will gar nichts mehr trinken oder sonst irgendwas. Aber der Post-Workout, dreimal dürft ihr raten, was Post-Workout ist. Mich. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg ins Gym. Mir ist immer noch geisteskrank schlecht, aber ich dachte mir, wir nehmen einfach jetzt diesen Sam Sulek-Vibe richtig mit und haben so eine geile Autoszene, wo ich euch einfach erzähle, was wir jetzt machen im Gym. Und zwar werden wir seinen Leg Day 1:1 nachtrainieren und einfach mal schauen, ob das quasi, er ist ja obviously not natty, so, ich lehne mich da jetzt weiter aus dem Fenster und behaupte das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob er das in einem von seinen Videos gesagt hat, aber ich möchte mal ausprobieren, ob sein Training auch so effektiv ist wie mein eigenes Training zum Beispiel, weil mein Training natürlich auf mich selber abgestimmt ist und sein Ernährungsplan für mich bis jetzt absolut nicht funktioniert. Also ich sehe mich nachher im Laufe des Videos auch tatsächlich wieder kotzen, obwohl ich da eigentlich keinen Bock drauf habe, aber das ist ja wirklich nur ungesund. Also du kannst doch nicht 2 Liter Milch vor 11 Uhr dir reinschieben und dann noch trainieren und dann noch irgendwie ja das, was im weiteren Video noch passiert, machen. Also es ist schon sehr doll. Also von in diesem Sinne, wir gehen jetzt rein und es gibt einen Leg Day. So Leute, da sind wir mit den krankesten Blähungen jetzt im Gym, Alter. Ich sage euch, das ist absolut gottlos. Wir werden jetzt Beine trainieren. Wir haben jetzt quasi aus mehreren Videos von Sam einfach einen Workout zusammengestellt, weil er an manchen Tagen einfach nur 2 Übungen macht. Deswegen haben wir geguckt, dass wir so ein bisschen was zusammenwürfeln aus seinen Übungen. Und wir fangen jetzt an mit Leg Curls. Damit machen wir uns auch warm. Das ist auch sein Warm-up direkt am Gerät. Und ja, fetzen wir direkt. Und rein. Er selber sagt, dass er immer 6 Sätze macht, also ist sehr, sehr, sehr hoch im Volumen. Und ja, Nummer nicht, Nummer übrigens hinter der Kamera, wir werden das jetzt genauso machen. Ja gut, der macht auch nur 2 Übungen, ne? Boah,
Und noch immer schön bis zum Muskelversagen gehen, Freunde. Oh. So Leute, nur noch zwei Sätze. Und Sam hat ja Full Stack gemacht. Und deswegen machen wir jetzt auch Full Stack, damit wir uns einfach mal so fühlen wie Sam. 95 Kilo sind jetzt drin, wir sind ja auch schön warm gemacht. Ich fühle mich richtig wie so ein dreckiger Bodybuilder. 2,5 Liter Milch getrunken, mein Bauch blubbert und krummelt und macht alles. Und jetzt Full Stack und in Oversize-Sachen trainieren. Und wenn ihr auch noch geile Sachen haben wollt, dann könnt ihr natürlich in den Link in der Videobeschreibung auch vorbeischauen. Denn ihr bekommt mit dem Code DODO bei MyProtein immer die maximalsten Rabatte. Okay, 95 Kilo. Vom Beinburger geht es jetzt direkt rüber zum Beinstrecker. Hier auch 6 Sätze und er hat jetzt keine Wiederholungsanzahl, sondern er geht halt wirklich immer bis zum Muskelversagen. Und dadurch, dass du halt 6 Sätze machst, bist du auch vom Volumen her immer so hoch, dass es einfach richtig reinkickt. Also meine Hemmis sind schon so auf Spannung, so auf Pump, Alter. Das ist geisteskrank. Also er ist stark, benutzt viel Gewicht und hat viel Volumen und trinkt absolut viel Milch, Digga. Also das ist ja eine Kombination, die ist ja, die kann nicht natural möglich sein. Also, let's go. Boah, 1 von 6. So Leute, Sam Abi macht immer Fullstack. Das heißt, wir gehen jetzt auch auf Fullstack. Mal gucken. Ich sag dir ehrlich, also vom Volumen her ist dieses Training absolut geisteskrank. Ne? Man kommt gefühlt gar nicht ins Schwitzen, aber die Beine sind so voller Blut, das ist geisteskrank. Also das ist die Kombination bei mir aus beiden. Ich habe lange keine Beine mehr trainiert und jetzt auch noch so ein volumenreicher Plan. Das kriegt schon richtig rein, ey. Oh, Sam, Digga, Sam. Kickt rein. Oh, Digga. So, Freunde, nächste Übung. Sissy Squats mit Gewicht. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Oh. Deswegen haben wir erstmal. Sissy Squats, ganz, ganz miese Übung, Alter. Das ist echt. Wenn man die noch nie gemacht hat, das kann scheppern. Nur 10 Kilo pro Seite drauf. Und meine Beine, ich sag euch ehrlich, 12 Sätze, Beinstrecker, Beinbeuger, sind asozial krank viel. Also ich habe so einen Pump, Leute. Das kann ich euch gar nicht vorstellen. Es ist super krass. Wir haben ich mache immer 4 Sätze. Also 4. Manchmal mache ich auch als erste Übung so vom Leg Day. Also ich fange immer mit Hyper-Extensions an. Einfach um den Beuger warm zu bekommen, den Rücken warm zu bekommen. Dann mache ich meistens ein bisschen Bauch. Und dann mache ich aber manchmal Beinstrecker als erstes und dann Beinbeuger isoliert. Jeweils 4 Sätze, also 8 insgesamt. Und was hat er jetzt gemacht? Er hat 12, ne? Also nochmal 4 mehr. Ja? Da bist du schon, ist schon gut vorbelastet. 2 Übungen gemacht. Meine Beine, also ich könnte jetzt schon aufhören mit dem Training. Und eigentlich aus dem einen Video war es ja schon das ganze Training. Er hat nur da gesagt, dass er da verletzt war. Deswegen hat er da nicht ganz so viel gemacht. Aber er macht generell nur 3 Übungen maximal für Beine. Das heißt, das ist auch schon die letzte Übung. Hier machen wir ein paar Sissy Squats. Das bedeutet aber auch, man ist halt so in 45 Minuten mit dem ganzen Training durch. Finde ich persönlich ab und zu mal ganz geil. Aber eigentlich mag es auch lieber, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr geiler findet. Mag es eigentlich lieber, so mir Zeit zu lassen, sodass ich auch immer mein ganzes Training komplett schaffe. Und ich auch immer das Volumen, was ich mir gesetzt habe, das Ziel, was ich mir gesetzt habe, im Training auch umsetzen kann. Also ich kann es euch mal sagen, wie es bei mir heute war. Ich trainiere eigentlich fast immer ziemlich genau eine Stunde. Bei mir waren es heute 4 Übungen für den Rücken und 3 Übungen für die Schulter. 4 Sätze. So ist dann bei mir ein Training. Morgen ist Brust, 4 Übungen, dann 2 Übungen Trizeps und eine Übung Bizeps oder vielleicht auch 2 Übungen Bizeps. Ein bisschen Supersatz, auch wieder alles 4 Sätze. So um den Dreh. Und dann Leg Day ist bei mir Hyper Extensions, dann eine Übung für den Bauch. Und dann 4 Beinübungen. Manchmal sind es auch 2 Übungen für den Bauch. Da brauche ich circa immer eine Stunde. Deswegen, ja, gerade so zur Abwechslung ist ganz geil, aber ansonsten wäre es nicht mein Favorit. Oh, Alter, das geht so krank auf die Quads. Fuck. Leute, ich bin so im Arsch. Meine Beine sind so am Pumpen. Num sagt schon, dass ich von LVWs bin, weil ich so viel Milch getrunken habe. Ich fühle mich tatsächlich komischerweise aber nicht schlecht. Ne? Also mein Bauch ist zwar voll, aber ich fühle mich jetzt nicht träge von dieser ganzen Milch. Das muss ich tatsächlich sagen. Und ich habe auch ein bisschen Hunger. Ganz, ganz crazy. Ich weiß nicht, wie man nach fast 3 Liter Milch und 160 Gramm Zinni-Minis... Bro, du hast 3 Liter Milch ausgekotzt. Da ist nichts mehr in dir drin. Doch hungrig sein kann, aber ich finde, man spürt schon die Carbs gut im Blut. Also Cornflakes essen vorm Training ist vielleicht keine schlechte Idee, aber nicht mit Milch. Vielleicht nehmen wir Hafermilch beim nächsten Mal. Scheiße, Mann. Ich verstehe diesen Trainingsplan überhaupt nicht. Der macht in meinen Augen auch gar keinen Sinn. Aber ich habe so einen kranken Beinpump. Jetzt geht's aber erstmal wieder ab. Und dann holen wir uns auch schon ein paar Burger. So, liebe Leute, Post-Workout-Meal. Wir sind jetzt bei Five Guys. Sam ist auch bei Five Guys. Und zwar ist der 2 Double Cheeseburger. Und dazu habe ich mir noch meinen Shake eingepackt, der natürlich auch mit Milch ist. Den habe ich zu Hause schon mal vorbereitet. Den werde ich mir jetzt hier zu meinem Burger gönnen. Und ja, bis jetzt, abgesehen von der Menge von Milch ist... Warte mal, da sind... Ey, da muss ich sagen...
Da hätte Dodo ein bisschen gescheiter recherchieren sollen, glaube ich, weil es gibt noch was. Er fehlen ein paar Sachen, die er nicht gezeigt hat, die Sam Sulik in seinem Video auch macht und die er in seinem Lifestyle macht. Und zwar Clusterdextrin. Das habe ich mir dann auch daraufhin gekauft, auch für meine Boxvorbereitung und sowas hier. Vorm Training haut er sich Clusterdextrin, das sind pure Kohlenhydrate rein. Also er isst, Dodo hat ein paar Mahlzeiten hier quasi geskippt. Top of it, Sam. Don't worry. Everything this year is going to be the... Da mixt er sich sowas zusammen. Das sind pure Kohlenhydrate, die da reinknallt. Die kann man richtig leicht trinken. Ich habe das in meinem Video gemacht. Das ist heftig. Ich bin schockiert, wie leicht man damit Kalorien reinbekommt. Also Leute, die sich schwer tun zuzunehmen, kauft euch Clusterdextrin. Das ist insane. Wirklich insane. Und nach dem Training weiß ich noch, er trinkt einen Shake, auch wieder mit Clusterdextrin. The Clusterdextrin Shake. Ja, genau. Da knallt er wieder. Also brauchst du ja Kohlenhydrate nach dem Training. Und die kombiniert er halt mit Protein natürlich. Bauch vor den Beinübungen finde ich nicht so optimal wegen Chorspannung bei den Beinübungen dann. Das ist so ein Schwachsinn. Also das ist wirklich ein Schwachsinn. Schau mal, ich will mal was erklären. Erstens, bei mir ist es so, dass ich vom Beintraining meinen ganzen Chor aufwärme. Das heißt, ich mache zum Beispiel Hyperextensions, um den hinteren Teil vom Gürtel aufzuwärmen und dann noch ein bisschen Bauchübungen, um den vorderen Teil aufzuwärmen. Es ist ja nicht so, dass wenn du Kniebeuge machst, dass du, wenn du davor Bauch trainiert hast, dass du gar keine Spannung mehr hast und gar nichts. Also nicht mal, es ist ja nicht so, also dein Bauch macht ja wirklich einen kleinen Teil davon aus. Der Rumpf, die Rumpfmuskulatur ist dadurch eher aufgewärmt und du bist nicht so verletzungsanfällig. Das macht sogar so gesehen eher Sinn. Gerade auch für den hinteren Teil, was deine Bandscheiben angeht und so weiter und so fort. Feier das auch, das Ganze ein bisschen zu aktivieren, damit du so ein bisschen mehr Spannung so drauf bekommst. Du hast in der kompletten Rumpfkormuskulatur überall Blut drin. Das ist wie so ein Gürtel, den du auf Druck bringst, damit ein bisschen mehr Power da ist, weißt du? Es ist nicht so, dass du da jetzt vorermüdet bist und dann da bei Kniebeuge dastehst und dann kannst du da nichts mehr halten und kippst dann wie so ein Ding zusammen. Kannst du mal ausprobieren. Also das ist Schwachsinn. Gesehen von der Menge von Milch ist der Tag. Ja, da muss ich, also wie gesagt, da muss ich keine Kritik an Dodo aussprechen. Ich finde, wenn man so Videos macht, aber das bin ich vielleicht auch ein bisschen special oder ein bisschen anders als andere, aber denke ich mir, also, wir müssen es auch richtig machen. Da hat er entweder ein bisschen geschlampt oder hat er jetzt keinen Bock, aber das kann ich mir kaum vorstellen, weil das sind jetzt, wären jetzt nochmal vielleicht 200 Gramm Kohlenhydrate mehr gewesen, die er sich da noch hätte reinknallen müssen. Ziemlich entspannt. Ich fühle mich tatsächlich, muss ich auch ehrlich sagen, ich fühle mich gut. Hab gesehen, dass mein Bauch so richtig krass am Arbeiten ist, aber so, obwohl ich so viel Milch getrunken habe, obwohl ich so viel Cornflakes gegessen habe, muss ich tatsächlich sagen, bin ich so vom Energielevel her voll da. Also ich fühle mich jetzt nicht schläfrig, ich muss jetzt nicht irgendwie ein Nickerchen halten oder sonst irgendwas. Ich muss halt nur oft auf Toilette noch furzen, aber da leiden die Jungs drunter. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir bestellen uns ein paar Burger. Oskar ist hier auch am Start, Dani und Steven sind auch am Start. Die Guten haben nämlich heute auch ein Video gedreht, das heißt, im Anschluss von diesem Video könnt ihr auch, wäre auf Ehrenbruder-Basis natürlich auf dem Kanal von Wings Steven vorbeischauen. Genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Wir sehen, wie stark Daniel ist, der zum ersten Mal im Gym war. Stevens kleiner Bruder. Daniel hat sogar eigenen YouTube-Kanal, schon 300 Abonnenten. Oh, stark, Digga. Stark, stark, stark. Also Freunde, wir bestellen uns ein paar Burger und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir. Einmal mit einem Shake und einmal mit unseren Burgern. Das sind so fette Burger von Five Guys. Ich habe jetzt hier einmal All the Way Up mit Jalapenos. Wow, also ich bin wirklich selten bei Five Guys, weniger als einmal im Jahr und es überrascht mich jedes Mal wieder, wie geil ich das finde. Wow, was ich echt übelst geil finde, ist auch, dass hier so frische Jalapenos drauf sind. Boah, rein in die Frischlucke. Guckt euch das Ding einfach mal an. Es sieht super frisch aus, es sieht so lecker aus, man hat so leicht angesmashte Patties. Finde ich extrem nice. Ich drücke mich ein bisschen von dem Shake, weil ich sage euch, in meinem Bauch ist absoluter Tango-Tanz. Wirklich. Ich habe so Angst, diesen Shake weiter zu trinken. Ich werde ihn hundertprozentig auch trinken müssen. Aber erstmal will ich die Burger genießen, weil das ist so das Erste, was nicht so krass Laktose infiziert ist, wie diese ganze Milch, die Sam am Tag isst. Und das war's, Freunde. So schnell vernährte man zwei Double Cheeseburger. Ich fühle mich schon ein bisschen wie so ein Bodybuilder. Mein Tag besteht aus Training und Essen. Und irgendwie, witzigerweise, obwohl das halt viel Trash ist, haben wir schon echt viel Eiweiß drin. Fertig. Kennt ihr das, wenn ihr so Durst habt und ihr trinkt was mit einem Strohhalm und dann denkt ihr so, boah geil, das ist noch so viel und dann ist es plötzlich so leer und dann seid ihr traurig, dass es leer ist? Ja. Ja, das war hier nicht so. Das war zu viel. Das war hier nicht so, Digga. Das war so viel, ey. Was gibt's gleich wieder? 5 Liter Milch oder was? Nee, gleich gibt's 800 Milliliter Milch und 6 Donuts. Boah. Liebe Leute der gepflegten Unterhaltung, wir sind wieder zurück. Jawohl, jetzt ist Sam Sulik am Start hier.
Ich habe mir jetzt auch... Im Gegensatz zu mir weiß er, wie man den Namen ausspricht. ...auch so eine Cap besorgt, damit ich noch mehr Sam Sulek-Vibes rüberbringen kann. Eine Mahlzeit haben wir jetzt noch übrig und ich habe noch eine Geheimwaffe. Und zwar für diese ganzen Milchprodukte, weil ihr glaubt nicht, wie krank heftigen Durchfall ich heute habe. Und auch wirklich Bauchschmerzen. Ich habe sogar... Ich habe literally auch gespuckt. Deswegen hier Digestive Enzymes, also zu Deutsch Verdauungsenzyme, sind einfach dafür da, für Menschen wie mich, die nicht so geil Laktose abkönnen, das Ganze besser abzubauen. Und deswegen habe ich mir das geholt. Und es gibt jetzt noch eine Mahlzeit und die ist bestehend aus vier von diesen Schätzchen hier. Also wir haben jetzt hier vier Donuts. Die habe ich jetzt einfach mal bei Lidl besorgt, weil es hier leider kein Krispy Kreme gibt. Lidl hat übelst kranke Donuts. Und mir ist noch ein kleiner Umrechnungsfehler passiert. Nämlich haben wir hier nämlich knapp 2 Liter Kakao gehabt in der Galeone. Ich habe nämlich noch hier ein Instagram-Foto von Sam Sulek gefunden, wo er diese Kakao-Galeone in der Hand hält. Das bedeutet, demnach haben wir ein Päckchen Milch zu wenig getrunken. Das werden wir jetzt natürlich nachholen. So kommen wir auf 2 Liter Kakao und wir müssen zu unseren Donuts noch 2 Gläser Milch trinken. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt hier ein bisschen Donut-Action. Zieh mir dabei meinen Schokodrink rein. Boah, der schmeckt jetzt gerade irgendwie komischerweise wieder lecker. Und dann pfeife ich mir jetzt hier nochmal 2 Kapseln Digestive Enzymes rein. Und dann würde ich sagen, es gibt hier eine geile Food Action. Er hat doch vorhin noch gesagt 6 Donuts, jetzt ist er 4. Oh, wie kann ein... Aber ich sag's ja, wie es ist, die Donuts hätte er weggezogen. Aber das ist... Für Dodo, glaube ich, einfach, was so Milch angeht, ist das für ihn der Endgegner. Warum hat er sich dann das Video rausgesucht? Das ist ja so, wie wenn Superman sagt, yo, ey, ich mache Urlaub auf Kryptonit. So, das ist ein bisschen dumm. Ein Mensch, so viel Milch an einem Tag trinken, ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Ein Shake, gefühlt 20 Liter Milch und ich bin noch nicht mal fertig mit dieser Milch-Action. Ne? Hier nochmal, das sind Gott sei Dank 400 ml Gläser, nochmal 2x 400 ml Milch. Kann ich eigentlich auch fast das ganze Tetrapack trinken, ne? Um Gottes Willen. Alter, der wird zu reihen nochmal, der Arme. Wir haben jetzt gerade wieder mal eben 800 ml Milch getrunken, ne? Und de facto fehlt mir noch ein Glas, aber ich muss jetzt kurz erstmal chillen. Und ich würde sagen, Freunde, das letzte Glas Milch genießen wir gleich gemeinsam. So, meine Freunde, mit dem letzten Glas Milch des Tages kommen wir jetzt auch zum Fazit des Videos. Und ich kann euch sagen, ein Tag Essen wie Sam Sulek schlägt, wenn ihr laktoseintolerant seid, extrem auf eure Verdauung, extrem auf euren Magen. Also wirklich von Spucken bis Durchfall bis, keine Ahnung, Unwohlsein. Wir hatten wirklich alles dabei. Ich persönlich finde seine Trainingstechnik, seine Art und Weise einfach sehr, sehr fragwürdig. Also das für mich hat absolut nichts mit einem gesunden Lebensstil zu tun. Ich finde es geil, dass er als Bodybuilder auch zeigt, ey, du musst jetzt nicht Reis, Brokkoli, Hähnchen fressen die ganze Zeit, um irgendwie breit zu sein, Muskeln zu haben oder irgendwie nach was auszusehen, sondern es ist natürlich von Typ zu Typ unterschiedlich, aber ich sage, breit zu sein heißt noch lange nicht gesund zu sein. Also Sam ist breit, klar. Gute Message, ja. Er hat einen super Hype. Ich glaube auch seine authentische und reale Art ist so ein bisschen das Geheimnis, weswegen er gerade so in YouTube und Social Media so krass ankommt. Aber meiner Meinung nach, wenn er das weiter so durchzieht, dann boah, weiß ich nicht, was der mit seinem Körper in den nächsten 4 bis 5 Jahren macht. Der ist noch so jung und der fügt sich seinem Körper schon so dermaßen Scheiße an. Also wirklich literweise Kakao, literweise Milch am Tag, irgendwie Fast Food, was auch immer. Für mich macht am Ende des Tages die Menge das Gewicht. Das sind die Kalorien, die wir insgesamt gegessen haben und die Makros, die blende ich euch natürlich genau hier auch mit ein. Und entspannte 205 Gramm Fett auf ganz locker. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob diese Art und Weise von Ernährung zu euch passt und ihr sagen würdet, ey, das wird mein neuer Bikeplan für den Winter. Meiner wird es auf jeden Fall nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus für diese Woche. Schaut auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung bei den Jungs vorbei. Die haben auch richtig... Krass. Liebe Grüße gehen raus an Dodo. Heftig, dass er das durchgezogen hat, obwohl er am Anfang schon gekotzt hat. Da hätten wahrscheinlich viele schon abgebrochen. Und Dodo zieht einfach bis zum Ende durch. Also sehr, sehr stark gemacht. Dass das Ganze nicht gesund ist. Ich glaube, der wird halt noch einiges verstoffwechseln, auch aufgrund des Stoffs. Und kann deswegen sich vielleicht auch im Training so die ein oder andere Strategie leisten und nur 2 Muskelgruppen trainieren, weil der Typ halt so oder so aufbaut, wenn er sich halt ordentlich was reinknallt.